Hallo meine Lieben, ich bin mal wieder im Auto unterwegs. Das ist für mich die beste Gelegenheit, mal so ein bisschen wieder was zu erzählen. Ich hatte heute Morgen ein interessantes Gespräch mit einem Bayern. Der hat mich angerufen wegen des Strophantins. Ihr habt bestimmt meinen Film darüber gesehen. Ich habe ja schon mehrfach darüber berichtet. Es gibt aber auch bei YouTube einen Film, den ich gemacht habe, wo ich auch im Auto sitze, wo es ausschließlich um Strophantin geht. Vielleicht guckt ihr euch den einfach nochmal an. Ich werde versuchen, das unten drunter zu verlinken. Ich bin da jetzt zwar nicht so firm, was das betrifft, was die Technik betrifft, aber ich werde es trotzdem versuchen, das zu verlinken. Mal gucken, ob es mir gelingt. Dann könnt ihr euch das nochmal insgesamt angucken. Deswegen werde ich da jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Und im Grunde geht es einfach nur darum, dass Strophantin ein klassisches Herzmittel ist aus der Schulmedizin, was es früher unter dem Namen Strodival gab, als Kapseln. Und das ist so ein Tausendsasser, den kann man eigentlich für alles Mögliche benutzen, weil es das Strophantin aktiviert die Natrium-Kalium-Pumpe auf jede einzelne Zelle. Deswegen ist es so vielfach anwendbar. Aber klassisch ist es also bei der Herzinsuffizienz einsetzbar. Jetzt kriege ich natürlich haufenweise Anrufe von Leuten, die diesen Film gesehen haben und gerne dieses Strophantin haben möchten. Jetzt muss ich euch dazu eines sagen. Wenn ihr Herzprobleme habt und kommt mit diesen Problemen auf mich zu und ich muss über die Entfernung da irgendwelche Diagnosen stellen, was ich aber nicht machen kann und auch nicht darf, dann bekomme ich da Probleme. Das heißt, ihr könnt mich zwar trotzdem anrufen, aber ich werde euch wahrscheinlich dazu auffordern, ein vernünftiges Labor zu schicken, was noch nicht lange her ist, von eurem Arzt, damit ich sehen kann, dass ihr unter Kontrolle seid, dass euch jemand begutachtet hat mit euren Problemen und dass ihr in schulmedizinischer Behandlung seid. Das ist mir ganz wichtig. Ich war noch nie ein Freund davon, alles Mögliche abzusetzen und wenn ihr denn noch lebt, dann irgendwas Naturheilkundliches noch zu machen. Das ist nicht so meins. Ja, auf jeden Fall ging es heute Morgen auch darum, um Strophantin. Und dann habe ich das eben auch gesagt, dass ich gerne ein Labor haben möchte und so weiter. Es kommen wirklich einige Patienten an, die wollen Strophantin haben, weil sie sich selber diese Diagnose gestellt haben, dass sie eine Herzinsuffizienz haben. Zum größten Teil ist es wirklich so. Die kommen mit selbst gemachten Diagnosen bei mir an oder Google hat irgendwas gesagt und dann wollen sie das Strophantin haben. Das Erste ist, Strophantin ist wirklich nur für die Leute, die wirklich krank sind, weil die Ernten manchmal nicht so wirklich sehr gut sind, sodass es dazu kommt, dass es auch Ernteausfälle gibt. Das heißt, es gibt manchmal Engpässe und deswegen bin ich immer dafür, dass Strophantin nur Leute nehmen, die es auch wirklich brauchen, unbedingt brauchen. Und so einfach so aus Witz mal eben einnehmen oder weil ich das Gefühl habe, okay, es würde mir vielleicht mal gerade so gut tun oder so. Nein, würde ich nicht machen. Natürlich ist es so, dass wenn jemand schon über 50 ist, kann er es prophylaktisch einsetzen, vorbeugend wegen Schlaganfall und Herzinfarkt und solcher Dinge. Da finde ich das gut. Ja, aber nicht einfach so, weil ich es mal ausprobieren möchte oder so. Das ist eine. Und dann geht es mir noch darum, um Laboruntersuchungen. Ich frage dann immer nach Labor und das, was mir am häufigsten begegnet, ist die Aussage, ja, das ist alles schon getestet worden und es ist alles in Ordnung. Okay, was ist alles? Alles ist getestet worden. Was ist alles? Es gibt so viele Tausende und Abertausende von Untersuchungsmethoden mittlerweile. Das wissen die Patienten gar nicht. Die haben überhaupt gar keine Ahnung, was labortechnisch heute alles schon möglich ist. Das, was beim Arzt gemacht wird, was normalerweise als Kontrolle gemacht wird, ein kleines Blutbild oder ein großes Blutbild wird das genannt, das ist im Grunde nicht besonders umfangreich. Zu einem kleinen Blutbild gehören nicht mal die Leberwerte oder irgendwas. Kostet 5 Euro, so Pi mal Daumen. Und es ist eigentlich nicht richtig, irgendwas zu sehen, außer Erythrozyten, Thrombozyten, Leukozyten und so weiter. Das Differentialblutbild ist das große Blutbild. Da sind die weißen Blutkörperchen nochmal aufgedröselt. Aber viel mehr ist es eigentlich auch nicht. Kostet 1 Euro mehr. So. Und dann kommen die Patienten an und sagen, es ist alles getestet worden. Muss ich natürlich immer so ein bisschen in mich reingrinsen, weil ich weiß, wie viele unendlich verschiedene Untersuchungen es auf dieser Erde schon gibt mittlerweile. Und das, was
alles beim Arzt untersucht wird, ist eben nicht alles, was möglich ist. Das ist das, was die Krankenkassen bezahlen. Für alles andere, ein Speziallabor braucht es eine Indikation. Und eine Indikation ist eigentlich erst da, wenn wirklich der Verdacht einer Krankheit da ist. Das heißt also, so ohne weiteres kommt ihr an solche weiterführenden Untersuchungen auch nicht ran. Und ganz viele Untersuchungen werden eben halt von den normalen Krankenkassen auch gar nicht bezahlt. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, sondern dass sie einfach nicht bezahlt werden, weil sie entweder wissenschaftlich noch nicht anerkannt sind oder bei den Krankenkassen nicht anerkannt sind, weil sie nicht zur Grundversorgung gehören. Ihr müsst euch vorstellen, die Schulmedizin ist im Grunde eine Notfallmedizin. Das heißt, wenn ihr krank seid, wenn ihr schwer akut krank seid, dann hilft euch die Schulmedizin mit allen möglichen Methoden. Aber wenn ihr dann wieder halbwegs auf dem Damm seid, dann lässt sie euch auch wieder los. Das ist auch im Grunde richtig so. Denn ihr seid selbst für eure Gesundheit verantwortlich und nicht der Arzt. Ja? Ihr müsst euch ein Stück weit selber um eure Gesundheit kümmern. Ihr dürft nicht alles in die Hand des Arztes legen. Ich finde das auch in Ordnung so. Nur leider ist es so, dass viele Menschen sich einfach darauf verlassen. Ich mache meinen Körper kaputt und der Arzt wird es dann reparieren. Dann setze ich mich hin und sage, so, ich habe zwar mein Leben lang nur Scheiße gefressen und ich habe geraucht und Alkohol getrunken, aber jetzt bin ich hier, nun mach mich wieder gesund. Gib mir irgendeine Pille, damit das wieder weggeht. Das sind Antimittel, die es dann da gibt für eure Probleme, aber das heilt nicht letztendlich. Ja, denn chronische Erkrankungen sind nicht unbedingt die Domäne der Schulmedizin, sondern eher der Naturheilkunde. Und da gibt es keine Pille, die mal eben alles wegmacht. Genauso wenig wie das Strophantin eben dann alles wegmacht, was ihr vorher verkehrt gemacht habt. Ja. Wenn ihr zu mir kommt, dann werde ich euch beraten, was ihr alles machen könnt. Und da ist eine ganz große Basis einfach auch, dass alle Mikronährstoffe vorhanden sind. Denn wenn die nicht da sind, dann könnt ihr so viel Mittel geben, wie ihr wollt, weil der Körper wird darauf nicht reagieren. Ja, wenn ihr dem Körper einen Reiz zuführt, um ihn wieder zu heilen, einen heilenden Reiz zuführt, und der hat so wenig Nährstoffe, dass er auf diesen heilenden Reiz nicht reagieren kann. Denn jeder Reiz, der gegeben wird, also sei es jetzt eine Massage oder, ja, eine Massage ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, da setze ich einen Reiz, um den Körper zu heilen, um die Verspannung zu lösen sozusagen. Wenn ich jetzt aber einen Patienten habe, der einen ganz, ganz drastischen Selenmangel hat, dann kann ich den massieren, so viel wie ich lustig bin. Der wird verspannt bleiben bis in die Haarwurzeln, weil ihm das Selen fehlt. Ja? Das kommt sogar, dieser Selenmangel kommt sogar familiär gehäuft vor. Das hat aber keine genetischen Faktoren, sondern das ist einzig und allein dem geschuldet, dass, wie ich immer so, ich sage immer so schön, die Mutter hat die Lizenz zum Töten in der Küche. Das hat sich mal irgendwann rauskristallisiert, dieser Spruch bei mir, als ich mal eine ganze Familie in Behandlung hatte bei mir. Waren 3 Kinder und 2 Erwachsene. Und die Mutter hatte den Termin bei mir gemacht und hat ihre ganze Familie geschickt. Alle krank, alle mit dem Darm, alle Magen-Darm und so. Und denen geht's allen schlecht, immer müde, immer schlapp, kaputt und so weiter. Dann habe ich die alle untersucht. Habe ich festgestellt, die 3 Kinder und der Ehemann, die hatten eine Fructoseunverträglichkeit und der ganze Darm war schon entzündet. Und die Mutter hatte nichts. Und dann habe ich gesagt, ich soll sagen, sie mal, was machen sie eigentlich? Ich sage, die ganze Familie ist krank, nur sie haben nichts. Dann haben wir irgendwann festgestellt, dass die Mutter alles mit Fruchtzucker gekocht hat, weil sie gedacht hat, das wäre gesund. Fruchtzucker ist ja so gesund. Und hat sie diesen isolierten Fruchtzucker genommen und hat damit immer den Nachtisch gekocht. Ob jetzt Milchreis oder Pudding oder sonst wo. Überall hat sie den so gesunden Fruchtzucker eingebaut. Das Ende vom Lied war, sie hat ihre halbe Familie ist gut, ihre ganze Familie flachgelegt, ohne es zu wissen. Die hat sich natürlich unheimlich Vorwürfe gemacht hinterher, aber das kann es ja nicht wissen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum so ein Plunder verkauft wird. Dass man sowas wirklich isoliert verkauft, das habe ich noch nie verstanden. Sowas gab es sogar im Reformhaus. Ich fand das einfach abartig. Das ist total wider der Natur. Ich kann mit sowas nicht arbeiten. Also ich habe das auch nie verstanden, warum es sowas gab. Ich glaube, sowas
gibt es in dem Umfang so auch nicht mehr. Früher gab es so richtige große Beutel voll, die mit Fruchtzucker gefüllt waren. Das ist unglaublich. Damit forciert man natürlich diese Fruchtzuckerunverträglichkeiten. Ja, und da kommt das eben her. Also es gibt eben familiär gehäuft bestimmte Mängel. Es kommt aber auch daher, weil jede Familie auch sein eigenes Mikrobiom hat. Das heißt, jede Familie hat eigentlich darmtechnisch gesehen seinen eigenen Fingerabdruck sozusagen. Und die Genetik, die kommt bei mir erst ganz zum Schluss. Wir reden hier jetzt, oder ich rede jetzt von der Epigenetik. Das heißt also, wir haben zwar eine gewisse, ja, so gewisse genetische Disposition, die wir mitbringen von Geburt an. Aber wir können lernen, damit zu leben und damit umzugehen. Das heißt, jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, wenn ich schon ganz viele Leute habe, die Lungenkrebs haben in der Familie, dann muss ich nicht auch noch anfangen zu rauchen. Das ist jetzt mal so ein ganz blödes Beispiel. Wir hatten einen Fall von Lungenkrebs in der Familie, ich kenne das. Ja, und da muss man jetzt wirklich also so arbeiten, dass man sich nicht auf die Genetik verlässt und sagt, naja, das haben wir uns in der Familie alle und das werde ich auch kriegen. Das ist erstmal diese selbsterfüllende Prophezeiung. Das sollte man gleich von Anfang an schon aus seinem Gehirn löschen. Ja? Denn nichts ist in Stein gemeißelt. Schon gar nicht diese ganzen genetischen Vorgeschichten, die es in der Familie schon gab. Ganz, ganz viel läuft über das Mikrobiom, über Bakterien. Die Bakterien, die waren schon vor uns da und die werden auch das Licht ausmachen, wenn wir nicht mehr da sind. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, vor allen Dingen, wenn wir mit Antibiotika weiter die Resistenzen fördern. Aber das ist ein anderes Thema. Also familiär gehäuft kommen diese Mangelerscheinungen vor. Ich habe Familien teilweise, die essen keinen Fisch. Die essen nur Fleisch. Die Kinder sind es so gewohnt. Die Kinder gehen in ihre eigenen Familien später hinein und kochen da genauso. Und das meine ich damit, mit die Mutter hat die Lizenz zum Töten. Mit ihrer Angewohnheit fängt sie an, diese Mangelerscheinungen quasi anzuzüchten in ihrer Familie oder auch bei sich selber, weil sie es eben nicht anders gelernt hat. Also viele wissen einfach gar nicht mehr, wie man vielfältig kocht und wie man überhaupt kocht. Die meisten leben von Fertigprodukten oder eben, wir haben es ja gemerkt, als die C-Krise anfing. Ich sage mal den Namen nicht, sonst bin ich wieder weg vom Fenster hier. Da haben ja alle Leute Spaghetti gekauft. Ich glaube nicht, dass das, oder Nudeln gekauft. Ich glaube nicht, dass das nur deswegen ist, weil die Leute sich irgendwas hinlegen wollen. Die hätten ja auch Dosen kaufen können. Ich glaube, dass das das Einzige ist, was manche Leute einfach kochen können. Das ist das Schlimme daran. Und auch da passieren Fehler. Die Leute, die nehmen gar nicht genug Salz. Die Nudeln schmecken dann nichts. Und ja, habe ich mich neulich auch schon mit ein paar Leuten angelegt, die meinten, also, die würden das Salz in die Nudeln nicht tun, weil dann würden sie das Ganze ja wegschmeißen, das wäre ja zu schade, und sie würden das Salz dann in die Soße tun. Ja, das sehe ich anders, aber ne? Gut, anderes Thema, kann ich ja nochmal ein eigenes von machen. Aber da kann ich auf ganz gute Sachen verweisen von Alfons Schubeck, der macht da ganz, ganz tolle Sachen und der kann euch das beibringen. Der hat super Tutorials zum Thema Kochen im Internet, bei YouTube, schaut da einfach mal rein. Da könnt ihr genau solche Sachen lernen, wie man kocht, wie man vernünftig kocht, nicht zu heiß, gute Öle, nicht das Öl verbrennen, nicht zu heiß kochen und so weiter. Wie kriegt man Geschmack ran, wie nutzt man Gewürze und so weiter. Mega. Ja? Also, dem kann ich nichts vormachen, das solltet ihr besser selber gucken. So, und so züchtet ihr halt eure Mängel. Und ihr kommt dann nicht wieder raus. Wenn ihr irgendwann mal einen gewissen Mangel erreicht habt und der Darm auch dementsprechend reagiert mit Entzündungen, weil ihr bestimmte Dinge esst, die ihr nicht vertragt und so weiter, dann nehmt ihr immer weniger Nährstoffe auf. Und das ist natürlich ein dickes Problem. Wenn man zu wenig Nährstoffe aufnimmt und dann auch noch der Darm zu wenig aufnehmen kann, dann kommen wir in einen immer drastischeren Mangel über längere Zeit, den man dann irgendwann nicht mehr ausgleichen kann. Und ihr könnt ja dann nicht jeden Tag irgendwie einen Lastwagen voll Nüsse essen oder so. Das schafft ihr nicht. Das heißt, ihr kommt ohne Nahrungsergänzungsmittel an der Stelle dann nicht mehr aus, bis ihr euer Depot wieder gefüllt habt. Ja?
Und das sind so Dinge, da helfe ich dann bei. Und da gibt es eben Spezialuntersuchungen, wo man diese Mikronährstoffe testen kann. Und auch da habe ich Spezialuntersuchungen, die sich von denen von den Ärzten drastisch unterscheiden. Der Arzt guckt eben halt wieder nur, also ne, wir denken an das Thema Notfallmedizin. Der macht Mikronährstofftests, wenn überhaupt, nur nach Indikation und dann nur in ganz, ganz engen Grenzen. Das heißt, wenn die Grenzen weiter gesteckt wären, dann müsste die Krankenkasse ja viel schneller eingreifen und auch Nahrungsergänzungsmittel erstatten. Das tun sie aber nicht. Wenn das so in engen Grenzen gehalten ist, brauchen sie nicht so früh bezahlen. Weil es geht ja erstmal darum, dass du nicht krank wirst. Es geht hier nicht um Wohlbefinden. Ja? Und dann ist die Frage, wo fängt Wohlbefinden an? Viele Leute sind ja in so einer chronischen Geschichte drin, chronische Müdigkeit, wie auch immer. Und da guckt der Arzt rein und sagt, ja, Blutwerte sind in Ordnung. Ich habe das ja selber gehabt, als ich so schwer krank war. Ich saß im Rollstuhl, mir ging es überhaupt nicht gut. Ich konnte mich ab Hals abwärts kaum bewegen. Ich habe alles ausgekotzt, was ich gegessen und getrunken habe. Ich konnte mein Wasser nicht mehr halten. Mir ging es einfach durchweg nur schlecht. Und dann kommt der Arzt in der Spezialklinik, kommt ins Zimmer rein und sagt zu mir, herzlichen Glückwunsch, Ihr Blutbild hätte ich gerne, Sie sind kerngesund. Das vergisst man natürlich nie wieder. Dann frage ich mich dann ja, was ist denn hier irgendwie falsch gelaufen? Bin ich jetzt blöd? Ist der jetzt blöd? Ist die Medizin doof? Also irgendwie von alles ein bisschen. Ich habe mich dann freiwillig entlassen aus der Klinik und bin dann zu einem Naturheilkundler gegangen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wo da überall die Unterschiede liegen. Ja? Also du musst dir labortechnisch vorstellen, wenn du zum Arzt gehst, dann wird eigentlich nur geguckt oder wird unterschieden anhand von Geburtsdatum und also Geburtsjahr und Geschlecht. Da wird also nicht geguckt, ob ich mich hier gerade mit Cristiano Ronaldo beschäftige, der also jeden Tag trainiert und am Wochenende noch zwei Spiele macht, und Lieschen Müller, die auf dem Sofa sitzt und strickt den ganzen Tag und eigentlich nur die Finger bewegt. Daran merkst du schon, dass an der Medizin irgendwie was nicht stimmen kann, weil da gar nicht differenziert wird. So, und jetzt habe ich natürlich da eine Blutuntersuchung, mit der ich diese Mikronährstoffe teste, womit ich das alles auseinanderdröseln kann und wo ich auch gucken kann, bist du jetzt ein Sportler, bist du jemand, der mitten im Leben steht irgendwo, arbeitet, Sport macht, aber ansonsten ganz normal lebt, sich gesund ernährt, oder ob du eben schwer krank bist und Resorptionsstörungen hast des Darmes und so weiter. Da muss ich ganz anders mit arbeiten und muss auch diese Untersuchungsergebnisse ganz anders beurteilen. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt der grüne Bereich und das ist jetzt der rote Bereich. Das ist zu einfach, das funktioniert nicht. Ja? Das heißt, ich muss mehrere Untersuchungsmethoden haben. Ich habe die Möglichkeit, große Darmuntersuchungen zu machen. Ich kann euch das auch zuschicken, wenn ihr das haben wollt. Ja? Das kann man alles über die Entfernung machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Auch fürs Blut. Wenn ihr jemanden da habt, der Blut abnehmen kann, ich kann das alles vorbereiten. Und wenn ich Blut, Urin, Stuhl, die ganzen Untersuchungsergebnisse alle nebeneinander legen kann, dann kann ich genau differenzieren, was jetzt wo falsch läuft, wo eventuell bestimmte Enzyme nicht richtig arbeiten, wo der Darm nicht richtig die Nährstoffe aufnimmt, wo Entzündungen sind, wo Unverträglichkeiten sind und so weiter. Und das kann ich alles miteinander vergleichen. Und dann habe ich einen riesengroßen Werkzeugkasten, mit dem ich arbeiten kann bei chronischen Erkrankungen. Und dann erwähne ich eben immer wieder, dass also Laboruntersuchungen nicht gleich Laboruntersuchungen sind. Ja? Also das unterscheidet sich drastisch. Wer da nochmal Fragen dazu hat, der kann sich gerne bei mir melden, kann mich anrufen. Ihr findet mich ja sowieso überall im Internet, auf meiner Internetseite www.alexaniedfeld.de. Da sind auch einige Blogthemen und so weiter drauf. Ich muss dann nochmal wieder ein bisschen mehr schreiben. Ich bin bei Facebook sehr aktiv, Instagram nur so ein bisschen. Ihr findet aber auch eine Gruppe bei Telegram, da bin ich unter Frag doch mal Alexa das Buch, immer mit dem Unterstrich. Und ja, darüber könnt ihr mich auch erreichen. Da ist auch ein Chat. So, jetzt bin ich in die Kurve gefahren. Nun ist das Handy umgefallen. Seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch da. Ja, diese Ullenkreisel hier. So, ich hoffe, das geht wieder. Ja, dann meldet euch einfach bei mir. Also da ist ein Chat. Da könnt ihr mich auf jeden Fall drüber erreichen, über Telegram. Das ist, glaube ich, die einfachste Methode. Und da kann man mich direkt anschreiben. Ja, und dann würde ich sagen,
Meldet euch einfach, wenn ihr was wissen wollt. Lasst euch nicht einfach nur von dem Strophantin jetzt blenden, dass das überhaupt das Mittel für alles ist und gegen alles ist. Ja? Es ist wichtig, dass ihr auch eine vernünftige Diagnose dazu habt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also, dass man nochmal so ein Stundengespräch macht, da kann man ganz, ganz viel aufdecken. Ich habe ja nun schon 25 Jahre Erfahrung in der Naturheilkunde und auch in der Anamnese. Und man kann durch ein Gespräch, durch ein ausführliches Gespräch wirklich sehr, sehr viel herausfinden. Meine Erfahrung, die kann man also mit keiner Untersuchungsmethode der Welt wettmachen. Also es gibt nichts Besseres als eine vernünftige Fragentechnik und daraus dann seine Diagnose zu ziehen. Also das ist schon das Beste, was es gibt. Aber dafür braucht es eben viel Erfahrung. Ja, ich bilde mir ein, dass ich die habe nach den ganzen Jahren. Vor allen Dingen, weil ich natürlich auch viel selber schon miterlebt habe, selber sehr, sehr schwer krank war. Und zwar mit Anleitung, aber eben auch zum größten Teil dann selbst da herausgekommen bin. Und das habe ich auch meinem Arzt und damaligen Mentor Dr. Braun von Gladis zu verdanken, der sehr, sehr viel Hilfe zur Selbsthilfe gegeben hat. Und mich auch geschult hat und mich auch in seinen Büchern hat wühlen lassen, damals in seinem Sprechzimmer. Also das war schon super. Das ganze Fundament für mein ganzheitliches Denken habe ich damals bei ihm legen können. Und das ist so ein starkes Fundament, das ist also unerschütterlich. Und da schöpfe ich also immer noch draus. Der hatte eine ganz, ganz besondere Art des ganzheitlichen Denkens, sehr, sehr verknüpft, was ich bei ihm gelernt habe, und ich bin froh, dass ich so früh gelernt habe, dass ich schon mit Anfang 20 aus den Latschen gekippt bin, dass ich sehr, sehr früh schon alles lernen konnte und gar nicht mehr so schwer verhaftet war in der Schulmedizin. Ja. Wobei ich also immer sage, so viel Schulmedizin wie irgendwie nötig ist, aber nicht unbedingt mehr als uns gut tut. Also wir brauchen auch sehr viel Naturheilkunde. Schulmedizin ist wichtig. Ich habe immer sehr viel mit Ärzten zusammengearbeitet. Das war mir immer unheimlich wichtig, dass ich immer alles erst schulmedizinisch abklären lasse, bevor ich da irgendwo eingreife, weil es ist nicht so wichtig wie eine vernünftige schulmedizinische Diagnostik. Man darf ja auch nichts übersehen. Und als Heilpraktiker steht man da mit einem Bein im Knast, da muss man wirklich aufpassen. Ja? Und da war ich immer sehr verantwortungsbewusst, was das angeht. Naja, so in meinem Umfeld sind auch sehr viele Ärzte, das heißt, ich habe ein sehr gutes Netzwerk auch. Das heißt, wenn irgendwas ist, kann ich mich also immer auch darauf berufen, auch wenn es um weiterführende Untersuchungen geht und so weiter. Ja? So, ja, und nochmal dazu, ich arbeite deutschlandweit. Ihr könnt euch also auf jeden Fall an mich wenden. Ich habe sogar auch Patienten aus der Schweiz und aus Österreich. Also auch das ist kein Problem, weil man, wie gesagt, alles über die Entfernung machen kann. Also auch Labor ist kein Problem. Ich habe mich gewundert, wie gut das geht. In der Schweiz gibt es auch eine Anlaufstelle, wo man das Blut fürs Labor abgeben kann. Das heißt, ich schicke euch dann eine besondere Tüte zu und ihr könnt das auch in Österreich und in der Schweiz könnt ihr eine Abholung machen lassen vom Blut. Also auch das ist möglich. Ja? Gut, okay, das wäre es jetzt erstmal von mir. Dann wisst ihr erstmal so ungefähr Bescheid. Und wenn ihr wieder mal denkt, ja, bei mir ist schon alles getestet worden und es ist alles in Ordnung und ich nehme ja auch irgendwie schon alles ein, das ist übrigens auch noch so ein Ding. Das hake ich da jetzt nochmal, da hake ich nochmal eben kurz ein. Dass auch Patienten sagen, ja, aber ich nehme ja auch schon alles ein. Dieses alles, das ist immer so ein Begriff, der wird immer ganz viel von den Patienten benutzt. Ich finde es einfach irgendwie auch ein bisschen lustig. Die nehmen dann Nahrungsergänzungsmittel ein und damit meinen die dann, die nehmen alles. Und da gibt es so bestimmte Firmen, ich will jetzt den Namen nicht nennen, die dann so eine, ja, Schneeball, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, ich nenne jetzt keine Namen. Da sind jedenfalls so viele Dinge drin, dass die Patienten denken, sie sind sehr gut versorgt, weil alles drin ist. Da steht eine riesen Batterie drauf, was da alles drin ist an Nährstoffen. Und letztendlich ist von allem nur ein Krümel drin. Und das Problem ist dann, dass die
Menschen dann eben denken, ja wieso, aber ich bin doch gut versorgt, ich nehme doch alles, da ist doch alles drin. Ja, und das, und an der Stelle wird es dann nämlich gefährlich, weil das die Menschen dann davon abhält, einen vernünftigen Status zu machen, was ihre Nährstoffe angeht. Ja. Und ich habe neulich gerade erst einen Patienten gehabt, der im Krankenhaus lag und wieder einmal jemand mit einem ganz starken Selenmangel, also das ist durch das Strophantin kommt das natürlich häufiger vor, dass mich Herzkranke jetzt anschreiben oder anrufen. Und ganz viele haben eben ganz starken Selenmangel. Oder so wie neulich habe ich eine Dame gehabt, die also das B12 unterhalb der Nachweisgrenze hatte. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also das war überhaupt nicht mehr nachweisbar. Das war der Wahnsinn. Das aktive Holotranscobalamin. Völlig im Keller. Und ja, auch Herzproblematik, ne? So, und das wurde beim Arzt nie gefunden. Da frage ich mich, warum? Ich verstehe es nicht. Weil wenn ich jemanden habe mit Herzerkrankung, dann muss ich doch B6, B12, Folsäure, Homozysteinspiegel, das sind doch ein paar Sachen, die muss ich doch grundsätzlich nehmen. Und da sind Dinge dabei, wo ich denke, verstehe ich nicht. Aber auch diese Dame hat Nahrungsergänzungsmittel genommen. Wenn dann nur ein Krümel voll drin ist, nützt es nichts. Und das B12 ist ja nochmal wieder etwas, was eine Sonderrolle einnimmt, was viele gar nicht wissen. Die schlucken das einfach als Tabletten und das geht in den Darm und es wird überhaupt nicht aufgenommen, weil es an den Intrinsic-Faktor hängt. Das heißt, das ist von dem Intrinsic-Faktor aus dem Magen abhängig, ob es überhaupt aufgenommen wird. Und wenn der Intrinsic-Faktor nicht da ist, wird das B12 nicht aufgenommen. Und die Leute, die schlucken das munter, das kommt aber nichts an. Ja? Die einzigen, die davon profitieren, sind wahrscheinlich die Kanalratten. Ja, die haben wahrscheinlich einen super Vitamin B12-Status, weil das alles in die Toilette gespült wird, was ihr da einnehmt. So, und da gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt erstmal auch ganz viele verschiedene B12-Arten und es gibt eben halt auch Leute, die es eben nicht aufnehmen. Oder es gibt auch Methylierungsstörungen und so weiter. Aber es wird jetzt zu weit gehen. Ich will da jetzt gar nicht drüber berichten. Das ist nochmal extra ein Thema für sich. Damit will ich sagen, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten und da reicht es nicht, dass man sagt, ich nehme jetzt einfach mal irgendwas und irgendwas wird schon ankommen. Nö. Also, wenn ihr es genau wissen wollt, fragt doch mal Alexa, würde ich sagen. Und ich bin gerne bei euch und helfe euch. Und wenn ihr die Basis geschaffen habt, das ist schon mal der größte, beste Grundstock, den ihr haben könnt bei jeglicher Form von Erkrankungen und chronischen Erkrankungen, völlig egal. Ihr könnt mit einer vernünftigen Basis an jeder Krankheit arbeiten. Wirklich wahr. Es ist ja, es hat ja einen Grund, warum wir essen, nicht wahr? Und das ist ja aufgrund der Nährstoffresorption. Wir brauchen die Nährstoffe, sonst können wir nicht leben. Und daran sehen wir, wie wichtig das Essen ist. Ja. So, das ist Grundstock des Lebens. Ja. So, also nochmal, ne? Fragt doch mal Alexa, wenn irgendwas ist und abonniert meinen Kanal bei YouTube und guckt mal nach Fragt doch mal Alexa das Buch bei Telegram. Zeigt euch ein in meine Telegram-Gruppe und schreibt mich darüber gerne an. Ja, alles klar. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao.